Ein herzliches Willkommen allen hier in der Johanneskirche zum heutigen Heimwärtsgottesdienst. Es freut mich mega, dass ihr alle da seid. Genauso sehr freue ich mich über diejenigen unter euch, die im Livestream dabei sind. Mega schön, dass ihr vom Wohnzimmer aus dabei seid. Und eine ganz, ganz besondere Einladung, ein Willkommen meine ich, geht an diejenigen unter euch, die zum ersten Mal da sind. Mega schön, dass du bei Heimwärts bist. Freut uns sehr. Falls du es noch nicht getan hast, kannst du sehr, sehr gerne hinten bei unserem Treffpunkt, das ist einmal dieses kleine Holzständle, dir das Willkommenspaket abholen mit so ein paar Infos über uns, als auch so einem kleinen Getränkegutschein. Genau, das Thema heute ist auf der Zielgeraden, Jesus Opfer für dich. Wir wollen uns jetzt bewusst mit der Passionsgeschichte auseinandersetzen, die jetzt, weil eben Ostern bald bevorsteht, eben diesen Freitag ist schon Karfreitag und nächsten Sonntag, also in einer Woche, ist ja schon Ostersonntag. Und deswegen wollen wir uns einfach mit der Ostergeschichte auseinandersetzen. Ich mache mal noch kurz, bevor der Manu nach vorne kommt, einen kleinen Recap. Was haben wir bisher alles besprochen? Und zwar der erste Gottesdienst in der Predigtreihe war, Jesus hält Wort. Denn Jesus sagt mehrfach in den Evangelien eben seinen Tod voraus, als auch die Umstände. Und es trifft alles ganz genauso ein. Und daran sehen wir einfach, dass Jesus Wort hält und wir uns sozusagen auch auf sein Wort verlassen dürfen. Dann in unserer Bible-Study ging es um das Thema Jesus gefeierter König. Da es einfach bedeutet einfach, dass Jesus der König seines Volkes ist und damit auch unser Herr und König. Und deswegen sollen wir sozusagen unser Leben auch nach ihm ausrichten. Dann gab es noch das Thema, wie standhaft bist du und wem dienst du, wo es einfach darum geht, Jesus, dass der uns auffordert, eben unseren Mitmenschen zu dienen, wie er zum Beispiel seinen Jüngern auch gedient hat bei der Fußwaschung. Genau, und heute eben das Thema Jesus Opfer für dich mit Manu Bühner. Du darfst sehr, sehr gerne nach vorne kommen und ihr dürft ihn mit einem kräftigen Applaus begrüßen. Danke. Schön, dass du da bist, Manu. Vielen Dank, ich freue mich auch. Genau. Lange ist her, ne? Ja, lange ist her. So, bist du bereit für die Talkbox? Drei kurze Fragen, um dich besser kennenzulernen. Ich denke, ich bin bereit, ja. Okay, sehr, sehr schön. Jetzt mal zu Anfang, gibt es ein Buch oder vielleicht auch mehrere Bücher in der Bibel, die du immer gerne liest, wo du jetzt einen schlechten Tag hast oder auch ein gutes und dann denkst du, okay, jetzt ist es mal wieder Zeit, wirklich in diesem Buch zu lesen? Das ist eine gute Frage. Eigentlich jetzt gar nicht so konkret. Es gibt ein paar Bücher, die ich schon gerne lese, zum Beispiel das Buch der Sprüche. Im Neuen Testament die Briefe, aber auch das Evangelium, wo es ja heute ein bisschen drum geht. Also sieh schon, das ist, die Mischung macht es, glaube ich, aus. Ja, da gebe ich dir recht. Dann war ich jetzt diese Woche bei meinen Jugendkreisern im Ostergarten Stuttgart. Deswegen wollte ich dich mal fragen, ob du auch dieses Jahr oder auch letztes meinetwegen im Ostergarten mal warst. Also ich will dieses Jahr sehr gerne dahin gehen, weil ich einen römischen Soldaten dort persönlich kenne und auch Jesus. Und bietet sich natürlich an. Bietet sich an, da mal vorbeizuschauen, genau, und Hallo zu sagen. Cool. So zwei gute Freunde spielen mit, deshalb muss ich fast, ja. Cool. Für diejenigen, die sich gerade gefragt haben, was ist ein Ostergarten, das ist einfach sozusagen, da wird die Jesus-Geschichte, also dieser Leidensweg bis vom letzten Abendmahl bis zur Kreuzigung und Auferstehung sozusagen wirklich dargestellt, teilweise auch mit Leuten, die da wirklich dann als Menschen sozusagen, als Jesus, als Römer eben da mitspielen, damit ihr mal wisst, was das ist. Genau, und dann die letzte Frage, was bedeutet für dich ganz persönlich, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Ich hoffe, dass das in der Predigt so ein bisschen rüberkommen darf, aber im Endeffekt ist es alles für mich. Ich habe gerade ein Buch gelesen, wo es darum geht, dass die Botschaft vom, oder ein Leben mit dem Kreuz im Zentrum, dass das Entscheidende ist. Und ja, das soll es auch nachher ein bisschen drum gehen und deshalb ist das Kreuz alles. Alles oder nichts, genau. Dann, nee, nur alles, nichts, nichts. Vergiss, was ich gesagt habe. Genau, dann freue ich mich schon sehr auf die Predigt nachher, Manu. Und jetzt dürft ihr die Talkbox noch machen. Tauscht euch sehr, sehr gerne mit eurem Nebensitzer oder Nebensitzerin aus und dann nimmt uns noch die Band in den Liedblock mit und dann bist du an der Reihe, Manu. Viel Spaß.
Ja, wir hoffen, ihr habt euch gut ausgetauscht und wir starten jetzt in den Lobpreisblock. Das heißt, ihr seid wie immer herzlich eingeladen aufzustehen, gemeinsam mit uns zu singen, Gott die Ehre zu geben, ihm zu begegnen und nach dem Liedblock geht's dann in gewohnter Art und Weise mit der Predigt weiter. Sein Sterben heißt Leben in Ewigkeit. Sein Sterben heißt Leben. Zeit.
can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know you in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Thank you.
Jesus, vielen Dank, dass du uns dieses Privileg schenkst, dass du zu jeder Zeit an jedem Ort bei uns bist, dass du in deiner Gegenwart bei uns bist. Vielen Dank dafür, dass wir das wissen dürfen, dass wir nie alleine sind, sondern dass du immer bei uns bist. Ich bitte dich, schenk uns einfach einen gesegneten Abend. Lass uns was von Manus Worten mitnehmen. Rede du einfach durch Manu zu uns, sprich in unsere Herzen. Sprich besonders auch die an, die gerade vielleicht eine schwere Zeit durchmachen, die viele Zweifel haben, die auch Zweifel haben, was das Ganze mit dem Glauben betrifft. Ich bitte dich, komm du besonders in ihre Herzen und lass sie einfach wissen, dass du da bist und dass du ja, sie erfüllst. Danke dafür. Amen. Vor dem, der mich kennt. Mein Herz braucht die Zeit. Es
Lass uns zusammen zum Start beten. Vater, wir danken dir dafür, dass wir zu dir laufen dürfen und dass du uns Gnade schenkst. Hilf uns, dass wir das heute tiefer verstehen und tiefer sehen dürfen, was diese Gnade bedeutet. Amen. Ja, Ostern steht vor der Tür. Das Fest, wo wir uns daran erinnern, an die Kreuzigung und an die Auferstehung von Jesus Christus. Ja, eine Botschaft, die so bedeutend ist, dass sie nicht nur chronologisch am Anfang unseres Lebens als Christ steht, sondern auch dauerhaft die wichtigste bleibt, wenn du ein Leben in geistlicher Frucht und Freude führen möchtest. Der aufopfernde Jesus, wir wollen uns heute mit Jesu Opfer für dich auseinandersetzen, mit dem Evangelium, mit der Botschaft, die das Kreuz im Zentrum hat. Jerry Bridges, ein bekannter Theologe, der hat mal gesagt über das Evangelium, ich habe es mitgebracht, das Evangelium ist nicht nur die wichtigste, sondern auch einzige unverzichtbare Botschaft der gesamten Geschichte. Das Evangelium ist nicht nur die wichtigste, sondern auch einzige unverzichtbare Botschaft der gesamten Geschichte. Und warum das so ist, darüber wollen wir nachdenken. Und beten, dass der Heilige Geist, dass er uns diese Wahrheiten öffnet und aufschließt, damit wir tiefer verstehen, warum Jesus am Kreuz sterben musste und was er durch diese Leiden für uns vollbracht hat. Ich möchte die Frage stellen und der Frage mit dir gemeinsam nachgehen, warum Jesus Christus diesen grausamen Weg ans Kreuz gehen musste. Warum derjenige, von dem die Bibel sagt, dass er keine Sünde begangen hat, und dass aus seinen Lippen nie etwas Unwahres gekommen ist, warum er leiden musste. Und dazu möchte ich dich mitnehmen auf eine kleine Reise, und zwar an den Ort, wo alles begann. In einen Garten. Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, im Garten Eden. Gott schuf Himmel und Erde, lesen wir dort. Er schuf den Menschen nach seinem Bild und er schuf den Menschen und die Welt sehr gut. Ich habe hier mal ein Glas Wasser mitgebracht. Damit möchte ich das symbolisieren. Am Anfang war alles sehr gut. Gott schuf Himmel und Erde. Er schuf uns als sein Gegenüber. Adam, ja, der erste Mensch, er wandelte, er lebte mit Gott in Gemeinschaft mit ihm. Doch dann, das wissen wir alle, leider fiel er in Übertretung. Er tat nicht den Willen Gottes, er wurde von der Versuchung überwunden, anstatt die Versuchung zu überwinden. Und so kam die Sünde und der Tod in diese Welt. Und das Unheil nahm seinen Lauf. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12 dazu, darum gleich wie durch einen Menschen, also durch Adam, ja, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde, das war die Konsequenz dessen, der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und die Folge davon, die siehst du bis heute. Ja, Adam hat den Willen Gottes übertreten, die Sünde kam in die Welt, der Tod kam in die Welt und wir alle sind davon betroffen, weil wir alle gesündigt haben, weil wir alle nicht den Maßstab Gottes, den er für unser Leben hat, ohne Ausnahme erfüllen. Ich möchte es mal hier symbolisieren mit dieser Flüssigkeit. Ja, das, was am Anfang sehr gut war, was klar war, was für Gemeinschaft mit Gott stand, das zerbrach. Der Tod kam in die Welt, nicht nur physisch, sondern vor allen Dingen auch geistlich. Die Gemeinschaft mit Gott ist auseinandergebrochen.
Und Gott in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, der kann das nicht einfach so ungeschehen lassen. Ich habe mal ein Statement mitgebracht von einem, das jetzt hier nicht auf der Leinwand zu sehen ist, aber der heißt Mahaney und der hat gesagt, angesichts seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit hat er keine andere Möglichkeit, Gott, als die Sünde und den Sünder zu bestrafen. So wie ein weltlicher Richter, ja, wenn er den Angeklagten einfach so gehen lassen würde, nicht lange in seinem Amt wäre, wie viel weniger Gott, der heilig und gerecht ist. Und das ist es, woran uns der erste Garten erinnern soll. Der Mensch ist da, wo Gott ist. Der Mensch ist da, wo Gott ist, aber der Mensch, das ist das Ende vom Lied, er muss gehen. Das ist der erste Garten. So, und wir machen jetzt mal einen Riesensprung über Jahrtausende. Und wir wollen uns einen weiteren Garten anschauen. Ein Garten, der Gethsemane heißt. Wir sind in einem weiteren Garten und es bahnt sich so langsam eine Lösung für dieses Problem aus dem ersten Garten an. Dieses Mal Jesus Christus, der zweite Adam, wie er in Römer 5 beschrieben wird, wahrer Mensch und wahrer Gott, er hält dieser Versuchung stand. Er überwindet sie. Er unterstellt sich und er hält in allem den Willen Gottes. Er fällt nicht in Übertretung. Vielmehr bleibt er standhaft und er kommt in diese Welt, um uns zu retten. Er erringt und er erkämpft diesen Sieg. Und alles beginnt hier in diesem zweiten Garten. Jetzt ist Gott da, wo der Mensch ist. Und der Mensch darf als Konsequenz dessen wieder zu ihm kommen. Das ist der zweite Garten. Das ist Ostern. Das ist Ostern, dass der Mensch wieder zu Gott kommen darf, weil Gott dorthin gekommen ist, wo der Mensch ist. Und was ihn das gekostet hat, dass du und dass ich, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben dürfen und was der Preis für diesen neuen Bund war, das möchte ich dir vorlesen. Wir steigen ein in Markus 14, die Verse 32 bis 42 und schauen, was im zweiten Garten passiert ist. Wir lesen, und sie kamen, Jesus und seine Jünger, zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Die Schlachterübersetzung, die sagt er, fing an zu erschrecken, es graute ihn sehr. Und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete, sprach dieselben Worte und kam wieder und fand sie schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen, siehe, der Menschensohn wird überliefert oder überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Da sind sie, Jesus und seine Jünger im Garten Gethsemane und Jesus, er weiß, dass schwere Stunden auf ihn warten. Er weiß, wo sein Weg enden wird. Er nahm seine Jünger mit, Petrus, Jakobus, Johannes. Petrus, der gerade noch gesagt hat, auch wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich auf keinen Fall. Und auch die anderen Jünger, die mit Petrus bezeugt haben, dass sie für Jesus bereit sind, in den Tod zu gehen, wenn es sein muss. Die werden schon bald alle verschwinden. Wir haben gelesen in Vers 33, er nahm sich Petrus, Jakobus und Johannes mit und dann fing er an zu zittern. Und zu zagen, zu erschrecken, ihn graute es. Jesus wusste, dass er diesen Weg, der jetzt vor ihm liegt, dass er ihn alleine gehen muss. Dass seine Jünger ihn verlassen werden. Aber war das sein Ringen, war das seine Not?
Nein, die war es nicht. Sondern er wusste, dass nicht nur seine Jünger ihn verlassen werden, sondern auch sein Vater im Himmel. Derjenige, mit dem er in ewiger Liebe und Einheit verbunden war, wird ihn schon bald wie einen Sünder behandeln. Was machte Jesus diese Angst, dass er angefangen hat zu zittern, dass er angefangen hat zu erschrecken und dass er gesagt hat in Vers 34, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Was hat ihm diese Angst gemacht? Waren es die Nägel des Kreuzes? Waren es die bevorstehenden Qualen, die Folter, die vor ihm lag? War es das Verhör vor Pilatus, vor der römischen Justiz? War es die Verachtung der Menschen oder der Spott der hohen Priester? War es die Ablehnung, waren es die Peitschenhiebe, die ihm das Fleisch vom Rücken geschabt haben? War es der physische Schmerz oder der physische Tod? Was war es, was Jesus diese Angst gemacht hat? Und weißt du, ich möchte diese Dinge gar nicht schmälern. Das waren schreckliche körperliche Qualen. Wenn die Lunge zerquetscht wird, wenn man am Kreuz hängt und erstickt und Jesus wusste, dass er darauf zugeht, aber trotzdem war das nicht der Schrecken. Er hat selber eine gewisse Zeit vorher zu seinen Jüngern gesagt, dass sie sich nicht vor denen fürchten sollen, die ihren Leib töten können. Er hat gesagt, dass sie vielmehr Gott fürchten sollen, der es vermag, Leib und Seele zu verdammen in der Hölle. Und das ist seine Furcht, der Zorneskelch des heiligen Gottes, der ihm gegenübersteht. Es war nicht das körperliche Leid, so schlimm das auch war. Es war die Trennung von seinem geliebten Vater, der ihn schon bald in die Hände der Sünder übergeben wird. Das zu durchleben, was eigentlich du und ich verdient haben. Und diesen Kelch musste Jesus trinken. Und wir lesen in Vers 35, er ging ein wenig weiter und er fiel nieder auf die Erde. Und betete, dass wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus fiel nieder. Und auch wenn das üblich war, dass damals die Leute häufig zum Gebet niedergefallen sind, möchte ich dir sagen, das ist nicht der Grund, warum Jesus hier niederfällt. Er fällt nieder, weil er nicht mehr anders kann, weil er keine Kraft mehr hat. Er brach zusammen und er rief zu seinem Vater. Lukas überliefert uns im anderen Evangelium, der Arzt, dass während er betete, dass seine Angst zugenommen hat, dass sie immer heftiger wurde, sodass sein Schweiß wie große Blutstropfen zum Boden fiel. Ein Phänomen, das in der Medizin bekannt ist. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ich bin kein Arzt, aber das heißt Hämatidrosis und das kommt vor, wenn das Blut in die Schweißdrüsen gelangt, weil die Gefäße aufgrund dieser Anspannung, aufgrund dieser Angst unter der Haut anfangen zu platzen. Das war der Zustand von Jesus. Kannst du dir vorstellen, was er durchgemacht hat? Welche Not in diesem zweiten Garten auf ihm lag? Der Hebräerbriefschreiber, der spricht davon, dass er mit Bitten und mit Flehen und starkem Geschrei unter Tränen den angerufen hat, der es vermag, ihn aus dem Tode zu retten. Das passiert hier im Garten. Und was bittet er Gott? Um was fleht er? Er fleht darum, dass, wenn es möglich ist, diese Stunde, die vor ihm liegt, dass sie vorüberginge. Und er spricht, Abba, Vater, geliebter Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Lass es an mir vorübergehen, diese Stunde. Es geht nicht um eine Stunde hier des Gebets oder sonst irgendwas, sondern es geht hier um die Stunde, den Willen Gottes, der vor ihm liegt, auszuführen. Was bittet Jesus hier unter Tränen und unter Flehen? Vater, gibt es keine andere Möglichkeit? Gibt es irgendeine Möglichkeit vielleicht, dass ich diesen Kelch nicht trinken muss? Können wir das nicht irgendwie lassen, dass wir das stoppen, dass wir das umgehen? Das hat es ihn gekostet.
Die Stunde, von der Lukas schreibt, in Lukas 22, 53, dass er sagt, als Jesus verhaftet wird, das ist eure Stunde und die Stunde des Machtbereichs der Finsternis. Die Stunde der Finsternis, in der er der Sünder Hände übergeben wird, aus dem Schutz des Vaters rausgerissen wird und preisgegeben wird, in die Hand des Teufels zu machen, was er will. Und Jesus ruft, Abba, lieber Vater. Das vertraute Wort, Abba, geliebter Vater, bitte helf mir. Bitte hol mich heraus, ich sterbe. Was würdest du machen, wenn dein geliebtes Kind so zu dir kommt? Wenn es sagt, Papa, hilf mir, bitte. Das ist der Preis, den der Vater zahlen musste. Er sieht, wie sein Sohn leidet, wie er ruft, geliebter Vater, hilf mir. Aber weißt du was? Er greift nicht ein. Was wäre gewesen, wenn Gott hier gesagt hätte, ich stoppe das Ganze? Ich beende das alles. Wenn er auf die Bitte Jesu gehört hätte oder wenn Jesus sich nicht dem Willen des Vaters unterstellt hätte, dann wäre es das für uns gewesen. Keine Erlösung, keine Rettung, keine Hoffnung, gar nichts davon. Und Jesus ruft in dieser Not und der Vater sagt zu ihm, nein, das hier, das ist mein Wille. Der Sohn sagt, wenn es möglich ist, bitte stopp es. Der Vater sagt, nein, das ist mein Wille. Nur so können wir Menschen erretten. Nur so können wir Menschen erlösen aus der Hölle, aus der Verdammnis. In 2. Korinther 5, Vers 21, da schreibt Paulus, was mit Jesus geschah. Er sagt, denn er hat den Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und weißt du, genau das war sein Kampf, dass er zur Sünde gemacht wurde. Die Sünde anzunehmen, der Sündenbock zu sein, er, der Gerechte, der sündlose Sohn Gottes, wird zur Sünde gemacht. Und wir, wenn wir in unser Leben schauen, ja, wir haben oft das Problem damit, dass wir irgendwo unseren sündigen Neigungen nachgehen. Dass wir halt mal Dinge machen, die wir nicht so machen sollten. Aber weißt du, das war nicht der Kampf, den Jesus hier hatte. Er hatte einen anderen Kampf. Seine Versuchung war nicht, dass er nicht sündigt. Seine Versuchung war, die Sünde anzunehmen. Die Sünde aller Welt stellvertretend auf sich zu laden und zu sagen, ich rechne mich zu den Verbrechern dazu. Der Gerechte für die Ungerechten. Kann der Heilige, der gerechte Gott, kann er Ungerechtigkeit, kann er Unheiligkeit einfach so ertragen? Nein, die Bibel macht es uns deutlich an so vielen Stellen. Es ist nicht möglich. Und jetzt sagt der Vater hier zu seinem geliebten Sohn, nimm es an. Und weißt du, was mit Jesus passiert? Es ängstigte ihn. Er kannte das nicht. Und er wusste, wenn der Vater ihn zur Sünde macht, das heißt, wenn er ihn so behandelt, wie mich und wie dich, wie wir das verdient hätten, er wusste, dann bedeutet es Gottesferne, dann bedeutet es Zorn eines gerechten Gottes. Dann bedeutet es, dass der Sohn, der in ewiger, liebender Gemeinschaft mit dem Vater lebt, dass er weiß, dass er in wenigen Stunden so behandelt wird, als wäre er Manuel. Und er fürchtet sich davor. Was glauben wir, was Jesus dort auf dem Weg zum Kreuz, was er für uns erkämpft hat? Und wie leichtfertig gehen wir oft mit der Sünde um? Nehmen das auf die leichte Schulter, sehen nicht, was es diesen Jesus gekostet hat, den wir anbeten, dem wir Lieder singen. Und wir laden Schuld auf uns, die uns immer tiefer reinzieht, die uns kaputt macht, die uns von Gott trennt. Und weißt du, Jesus in diesem Garten, er bittet und er fleht, Vater,
kann es nicht an mir vorübergehen, aber jetzt wird er dahin gegeben. Er muss hingehen. Er muss sich von Judas, von demjenigen, der ihn verraten lässt, er muss sich von ihm küssen lassen. Als der Gerechte, er muss sich gefangen nehmen lassen, er muss sich bespucken lassen, er muss sich verhöhnen lassen, er muss hingehen bis zum Kreuz. Er, derjenige, der nichts Unrechtes getan hat, muss das alles über sich ergehen lassen. Und er tut den Mund nicht auf. Derjenige, durch den alles geschaffen wurde, erniedrigt sich hier bis zum Tod. In Jesaja 53, 680 Jahre bevor Jesus Christus kam, sprach der Prophet Jesaja genau über diese Situation. Und er sagt dort darüber, er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Überleg mal, Gott, er beugte sich. Er lässt sich verprügeln, er lässt sich bespucken, er lässt sich verachten von denjenigen, denen er das Leben geschenkt hat. Und dann heißt es, und er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Ich habe einen Nachbar gehabt, der war Metzger. Und der hat immer wieder Lämmer geschlachtet. Und das Bild war mir vor Augen, wie so ein kleines Lamm hilflos und ohne zu wissen, was auf es zukommt, ohne einen Mucks zu machen, da hineingetragen wird. Das ist das Bild, was hier verwendet wird. Und das Krasse ist, Jesus hätte das jeden Moment stoppen können. Er hätte das beenden können. Aber er macht es nicht. Und genau das war sein Kampf, eben dass er nicht zurückschlägt, eben dass er nicht aufsteht und für Gerechtigkeit sorgt. Weil sonst gäbe es keine Erlösung für dich und für mich. Und der Vater, der bittet ihn, mein Sohn, kannst du bitte all diese Sünde, all diese Unheiligkeit, all diese Ungerechtigkeit, all das, was diese Menschen in ihrer Ablehnung mir gegenüber auf sich gelegt haben, kannst du es auf dich nehmen? Und Jesus erringt darum. Aber er sagt ja. Jesus sagt ja, denn nicht dein Wille geschehe, denn nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Damit ich es von Manuel, dass ich es von Johanna, von David, von wem auch immer wegnehmen kann. Und das Erstaunliche ist, obwohl Jesus diesen Kampf kämpft, er zusammengebrochen ist, er mit Gott ringt um das, was vor ihm liegt, unterbricht er dieses Ringen immer wieder, um was zu tun, um nach wem zu schauen, nach seinen Jüngern. Und das ist für mich das Krasse, ja, wenn man sich das vor Augen hält, dass Jesus in seiner größten Not diejenigen sieht, die er lieb hat. Dass er in seiner größten Not dich und mich gesehen hat. Dass er versteht, was man hier auf dieser Welt an Negativen, an Leid, an Schwierigkeiten, an Herausforderungen, was man hier durchmachen kann. Und dass er uns einlädt, damit zu ihm zu kommen. So ist unser Herr. Und genau das bedeutet es, dieser bekannte Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das, was ich dir gerade versucht habe, irgendwie in schwacher Form rüberzubringen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er das bereit war zu tun, den Sohn, der ruft, zu übergehen, um dich und mich erlösen zu können. Und Jesus ist bereit, diese Kosten auf sich zu nehmen, weil er dich liebt. Und ich hoffe sehr, dass du das glaubst, dass es dich in deinem Herzen mit Dankbarkeit erfüllst, weil du verstehst, dass du dadurch, durch das, was am Kreuz für dich passiert ist, in diesem Garten angefangen, beendet am Kreuz, dass Jesus das für dich persönlich getan hat. Das, was im ersten Garten verloren gegangen ist, bei Adam, das hat Jesus im zweiten Garten für dich zurückerkämpft. Er geht ans Kreuz und er stirbt diesen Tod, um das für dich möglich zu machen,
dass deine Sünden vergeben werden und dass du wieder mit Gott in Gemeinschaft kommen darfst. Diese Kraft hat das Kreuz. Weitere Fragen später dann. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 17 über dieses Ereignis: Denn wenn infolge der Übertretung des einen, ja, der Tod zur Herrschaft kam, also durch das, was Adam gemacht hat, der Tod in diese Welt gekommen ist durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus, der der zweite Adam ist. Und diejenigen, die zu ihm gehören, die von ihm kommen, die werden leben. Und das ist die gute Botschaft. Im Zweiten Weltkrieg war Ernest Gordon als britischer Gefangener in einem japanischen Gefangenenlager in Burma. Und er wurde dort gezwungen, mit vielen anderen den sogenannten Schienenstrang des Todes zu bauen, wodurch die japanischen Truppen an die Front transportiert werden sollten. Und Gordon und seine Kameraden, die wurden, während sie diese Schienen bauen mussten, sie wurden gefoltert, sie wurden ausgehungert, bis hin zur Erschöpfung, und 16.000 Soldaten sind gestorben. Und dieser Gordon, der hat diese Ereignisse überlebt. Und er hat in seiner Biografie später einen Vorfall geschildert, wie eines Tages, nachdem sie zurück ins Lager gekommen sind, ein Offizier der japanischen Armee alle Gefangenen vor sich in einer Reihe aufgestellt hat und mit einem Wutausbruch verlangt hat, zu wissen, wer scheinbar ein Werkzeug, das fehlte, geklaut hat. Und er hat geschrien: Alle werden sterben, alle werden sterben. Hat seine Maschinenpistole entsichert und plötzlich tritt ein Gefangener vor. Er schreit: Wer war's? Sie stehen in einer Reihe, keiner regt sich, und auf einmal tritt ein Gefangener vor. Und er wird niedergeschossen. Später, nachdem nochmal nachgezählt wurde, ob alle Schaufeln, ob alle Werkzeuge da waren, hat man festgestellt, dass gar keine gefehlt hat. Welche Bedeutung wird dieser stellvertretende Tod von diesem Kameraden wohl für seine Freunde und für seine Kameraden gehabt haben? Das ist nur eine schwache Illustration dessen, was Jesus stellvertretend für dich und für mich gemacht hat. Der, der ohne Schuld war, hat sich geopfert, ist vorgetreten aus dieser Reihe, um das abzufangen, was du und ich verdient hätten. Und deshalb, verwirf diese Rettung nicht. Nimm das an für dein Leben. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach das fest. Ja, der Hebräerbriefschreiber, der sagt: Wie wollen wir entfliehen, wenn wir so eine große Rettung missachten? Wenn Gott das für dich gemacht hat, wenn er alles für dich hingegeben hat, wie könntest du so weiterleben, als wenn du das nicht bräuchtest? Und diesen Tod mit Füßen treten und über ihn spotten und halt machen, wie du eben so für richtig hältst. Weißt du, die Schrift, die ist da klar. Ich war letzte Woche in Köln unterwegs und ich bin abends in die Gemeinde eingeladen worden und ich habe eine Predigt gehört von einem Pfarrer, die war so klar habe ich lange keine Predigt mehr gehört. Ich saß da und ich habe gemerkt, ich kann nicht nach links und nicht nach rechts. Dann habe ich mir gedacht, wow, Klarheit ist was ganz, ganz Wichtiges in entscheidenden Fragen, oder nicht? Und ich muss es dir heute sagen, was Jesus in Johannes 3, Vers 34 gesagt hat. Er sagt: Wer an den Sohn glaubt, wer auf ihn vertraut, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Weißt du, ohne ein gläubiges Herz, ohne die Annahme dieser Gnade, bleibt dir am Ende deiner Tage nur das, was Jesus für dich ertragen hat. Der Zorn Gottes. Dann geht's in die Hölle. Aber Gott möchte das nicht. Und ich hoffe, dass diese Predigt heute das klar gemacht hat.
dass er das nicht möchte, dass er einen Preis für dich bezahlt hat, dass er alles hingegeben hat für dich, damit du zu ihm kommen kannst und das Leben im Überfluss hast. Das ist der Grund, warum Bridges, warum ich das am Anfang vorgelesen habe, warum er gesagt hat, das Evangelium ist nicht nur die wichtigste, sondern die einzige unverzichtbare Botschaft. Und deshalb setz deine Hoffnung auf ihn. Komm zu ihm und lass Ostern werden in deinem Herzen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, dann sprech hier die Leute ein. Hier vorne sind einige von der Band und auch hinten. Die haben diese Entscheidung für sich getroffen. Oder komm zu mir, wenn du möchtest, dass jemand für dich betet, mach das fest für dich. Und lass diese Gnade, die Gott für dich bereit hat in Jesus Christus, der sich für dich hingegeben hat, der für dich zur Sünde gemacht wurde, damit du vor Gott Gerechtigkeit werden kannst. Lass es nicht vorübergehen. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass du diesen Weg gewählt hast für uns. Herr, du siehst, wie oft wir eigenen Wegen nachrennen, wie oft wir das nicht vor Augen haben, wie oft wir Dinge tun, die dich dahin befördert haben, wo du warst. Und trotzdem schaust du uns mit deinen liebenden Augen an und bist diesen Weg für uns gegangen, damit wir das Leben haben können. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass Ostern eine Frohbotschaft ist, dass das, was im ersten Garten passiert ist, was uns alle betrifft, dass du den Sieg dort drüber erkämpft hast. Herr, ich bete für all diejenigen unter uns, die das noch nicht für sich angenommen haben, die diesen Zugang zu dir noch nicht gefunden haben, dass du durch deinen Geist in ihren Herzen wirkst und Ostern aufschließt und lebendig werden lässt. Und dass du auch uns, die wir mit dir leben, dass wir wieder ganz neu einfach dankbar werden und wissen, Herr, du hast um unseretwillen getan. Und wenn du deinen Sohn für uns gegeben hast, wie viel mehr würdest du uns mit ihm nicht auch alles andere geben? Und dass wir in diesem Vertrauen weitergehen und uns freuen, Herr, dass du lebst und dass du da bist. Und das jedem hier auch zeigen möchtest, egal wo er gerade steht und herausgefordert ist. Du verstehst uns, du hast das größte Leid dieser Welt mitgenommen und du hast überwunden und du sagst, wir werden in dir Überwinder sein. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil wir einen starken Gott haben. Und darauf wollen wir vertrauen und dir danken für diesen Abend und für dieses Wort. Amen.
Ja, ich darf euch noch den Segen zusprechen und dann beten wir noch das Vaterunser. Wer kann, darf bitte dazu aufstehen. Und weißt du, das Schöne ist, dass diese Sache mit dem Kreuz, dass sie nicht nur einmal passiert, sondern da, wo das Kreuz im Leben drin ist und man Jesus immer wieder diese Dinge hinlegt, da ist er treu und gerecht und vergibt uns. Und das wünsche ich dir, dass du das mitnehmen darfst für diese Woche, die vor dir liegt, für die Situation, in denen du stehst. Und es segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Möge die Gnade und der Friede Jesu Christi mit dir sein. Möge Ostern eine Frohbotschaft in deinem Herzen sein, weil du weißt und verstehst, was Jesus Christus für dich vollbracht hat. Und wir beten mit den Worten, die er uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. So, wir sind jetzt leider wieder fast am Ende des heutigen Heimwärtsgottesdienstes, aber ihr müsst auch nur eine Woche warten bis zum nächsten Heimwärtsgottesdienst und da darf euch die Annika kurz ein bisschen mehr dazu erzählen. Genau, eigentlich wäre nächsten Sonntag eine Bible Study dran und jetzt haben wir uns gedacht, irgendwie wäre es schön, wenn wir doch so ein bisschen so einen Oster-Spezial-Gottesdienst machen könnten und nicht das übliche Format von der Bible Study machen. Und deswegen seid ihr ganz herzlich eingeladen, nächste Woche wieder zu Heimwärts zu kommen. Wir werden gemeinsam singen, es wird einen Impuls geben, wir werden auch gemeinsam das Abendmahl feiern. Und um diesen Bible Study Charakter trotzdem ein bisschen zu haben, seid ihr einfach danach auch noch, habt ihr eine Zeit, wo ihr in Gruppen euch unterhalten könnt, gemeinsam beten könnt und genau, das heißt, wir mixen das Ganze so ein bisschen und ihr dürft einfach zu gewohnter Zeit um 19 Uhr in die Johanneskirche kommen und dann beenden wir nämlich auch unsere Predigtreihe zur Passionszeit mit der frohen Botschaft, dass Jesus auferstanden ist und ja, dass er sozusagen den Weg freigemacht hat und deswegen heißt auch das Thema geschafft, Jesus meine Hoffnung lebt und wir freuen uns, wenn ihr alle kommt und wenn ihr Freunde mitbringt oder eure Familie oder wie auch immer und genau nach eurem hoffentlich guten Osteressen dann auch zu uns kommt. Bis dahin. Klingt auf jeden Fall nach einem nicen Abend, also herzliche Einladung dazu. Dann betrug das Opfer aus dem letzten Heimatsgottesdienst 627,75 €. Vielen Dank für alles, was ihr gegeben habt. Auch heute geht das Opfer zu 50% unserer Arbeit hier bei Heimwärts vor Ort und 50% an Opferprojekt. Es ist gerade Zukunft für Ugandas Kinder. Letzte Woche waren die zwei Gründerinnen da, die Julia und die Raffaela. Das ist einfach ein Projekt. Die haben da in Uganda eine Schule aufgemacht und sammeln da einfach Geld, sowohl um neue Gebäude für neue Klassenräume zu bauen, für die Lehrer vor Ort, Lehrerinnen. Dann für die Schuluniformen, da brauchen sie einfach ein bisschen Unterstützung, weil es eben alles auf Spendenbasis ist. Und wir haben eben entschlossen, dieses Projekt dann auch zu unterstützen. Also spendet sehr, sehr gerne. Ich glaube, da müsst ihr, genau, PayPal-Link ist auch da. Dann die Osteraktion habt ihr gerade, glaube ich, auch in der Folie gesehen. Und zwar gibt es an Karfreitag noch eine kleine Aktion. Da wollen wir einfach zusammen in den Ostergarten gehen, in Silmingen. Also wenn ihr noch nicht im Ostergarten wart und das dieses Jahr noch machen wollt, meldet euch gerne noch dazu an. Und danach geht's noch in Schwan und ein bisschen Kässpätzle essen. Also es gibt, glaube ich, noch ein paar freie Plätze, meldet euch gerne an. Dann darf ich euch auch noch zum Bistro einladen. Ich habe schon vorhin in die Küche wieder reingesneakt, es hat schon sehr lecker gerochen. Es gibt nämlich Sandwiches, also bleibt sehr, sehr gerne da, kommt ins Gespräch. Und genau, das Opfer wird jetzt im letzten Lied noch eingesammelt und dann dürft die Band wieder übernehmen. Viel Spaß. Thank you.
opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Destroying the house of the Lord. Destroying the house of the Lord today. We won't be quiet. Shout out your praise. Destroying. Schön, dass ihr heute alle da wart und wir hoffen, ihr bleibt noch ein bisschen und wir hoffen natürlich auch, dass wir euch dann alle nächsten Sonntag wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und lasst's euch schmecken. Ich schlag dich auf, was genau, was ich will, was ich erwarte. Hör zu, ob diese Zeichen mir was sagen, mir die Antwort auf die Fragen nicht versagen. Skeptik macht sich breit. Können bloße Zeiten mir den Weg zur Weisheit überhaupt zeigen? Mach dich auf, Fenster raus. Viele sind auf deine Fragen aus. Sag den anderen Bescheid, ihr seid herzlich willkommen. Yo, komm doch einfach rein, hier ist Wissen bereit, das den Durchblick verleiht. Lass uns gemeinsam Gott die Ehre geben, denn das Kreuz wird dir als wahres Wunder begegnen. Es ist, weil Jesus mich schon geliebt hat, als ich mein Leben noch in Sünde gelebt hab. Ich glaub an Jesus, ich danke dir, Herr, weil ich weiß,